Jetzt haben wir den Monat Februar. Es ist draußen kühl, es regnet, es gibt der Wind, es peitscht der Wind sogar. Und hier braucht man ein gutes Flascherl Rotwein. Wir haben hier den Blaufränkisch Leiterberg. Im Burgenland gibt es ja keine Berge als solche, sondern sanfte Hügel. Und diese sanften Hügel sind einzigartig mit Schiefer und mit Kalk bestückt. Das ist wirklich einzigartig und das macht das Ganze sehr sympathisch. Und für Blaufränkisch sind das Top-Voraussetzungen vom Boden her und von den sanften Hügeln mit dem Blaufränkisch Lemberger hier anzupflanzen. Der Blaufränkisch Leiterberg, wenn man da hergeht und da reinriecht, Schokolade, das erinnert mich an Schokolade. Gemischt mit Beeren, mit hellen und mit dunklen Beeren. Was hat man? Man hat nicht diesen grünen Noten, diesen grünen Ton in der Nase, sondern hat einen schönen reifen Ton in der Nase. Also der Leiterberg, der kann schon was. Optimale Hangneigung zur Sonne, eine Südlage ist es, da kann der natürlich schön reif werden. Freue mich schon auf einen Tropfen auf der Zunge. Und das ist nicht sauer, nicht bitter, sondern das ist harmonisch ausgewogen. Das hat schon eine kräftige, nervige Säure, aber es ist nicht sauer, es ist reif. Und das macht das Ganze auch. Diese Beeren hat man genau auf der Zunge. Es ist auch fast ein bisschen animierend für ein neues Klassentrinken. Also ich wünsche euch einen schönen Februar im warmen Wohnzimmer ein bisschen oder in der Küche ein bisschen was dazu essen. Ach, das ist herrlich. Wunderbar. Schönen Februar mit Blaufränkisch Leiterberg.